Rost erzeugen. Statt brauner Farbe Rost in euer Bild einbauen. Das will ich euch heute kurz zeigen, was man dazu braucht. Es gibt neue Artikel von der Firma Aquarylic, und zwar Eisenspäne, Flüssigeisen und dazu das passende Oxidationsmittel. Das braucht ihr dazu. Vorab habe ich jetzt einmal schnell einen Karton mit Kreideweiß grundiert und nun beginne ich schon mit dem Auftragen der Eisenspäne. Achtung, man sollte sie nie mit den Fingern angreifen, darum verwende ich eine Spachtel. Verwendet am besten auch Handschuhe, das ist noch sicherer. Und nun habe ich mir das flüssige Eisen in ein kleines Fläschchen abgefüllt und versuche hier grafisch etwas darzustellen, ganz grob zu skizzieren. Das ist das flüssige Eisen. Es soll wirklich nur eine schnelle Skizze sein, einfach um euch zu zeigen, was man mit Rost alles machen kann und vor allem wie er entsteht. Jetzt sollte das alles gut trocknen. Und dann habe ich hier auch noch die neuen Aquarylic flüssigen Acrylfarben von Aquarylic aufgetragen, um ein bisschen Farbe noch ins Spiel zu bringen. Man kann das auch nach der Entstehung des Rosts machen. Ich habe es jetzt einfach vorher gemacht. Ganz dünnflüssig habe ich die Farben jetzt aufgetragen. Jetzt gebe ich noch etwas Ocker dazu. Und nun kommt das Oxidationsmittel drauf. Da brauche ich jetzt nicht mehr trocknen. Das sprühe ich jetzt direkt auf das flüssige Eisen. Das Eisen, wie gesagt, muss aber getrocknet sein. Diesen Vorgang kann man wiederholen. Und nach ein paar Stunden bzw. am nächsten Tag ist die Rostentwicklung sozusagen abgeschlossen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmalen. Die Artikel bekommt ihr sehr link unten, entweder im Labilot Shop oder direkt bei der Firma.